Hey Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch heute endlich meine Morgenroutine abgefilmt. Es hat Tage gedauert. Ich habe es immer wieder vergessen, morgens die Kamera einzuschalten. Heute habe ich das mal gemacht. Es ist wirklich jeden Tag ein bisschen anders. Manchmal trinke ich keinen Kaffee, manchmal trinke ich Kaffee, manchmal mache ich das, manchmal mache ich nicht, manchmal stehe ich früher auf, manchmal später. Also bitte denkt nicht, dass ich wirklich jeden Tag dasselbe mache, was ich euch heute zeige. Super viele wollten es wissen. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen und let's begin. So, natürlich beginnt jede Morgenroutine ganz faul im Bett. Normalerweise stehe ich so gegen 7, 8 Uhr auf, 8 Uhr spätestens. Und das Erste, was ich mache, ist immer im Handy sein, eigentlich so eher Instagram. Aber das Wichtigste ist immer für mich, das Wetter zu checken. Ich weiß nicht, ist ein Tick von mir. Wer tut's nicht? Ich hoffe, eigentlich alle. Naja, dann stehe ich auf, mache mir erstmal die Haare zusammen. Ich kann nicht mit Zopf schlafen oder sonst was. Ich muss immer mit offenen Haaren schlafen. Und das Erste, was ich mache, ist auch immer ein bisschen Wasser trinken, einfach fit durch den Tag starten und dann geht es für mich auch ins Bad. Da wasche ich mein Gesicht einfach nur mit Wasser, kein Waschgel oder sonst was. Putz mir die Zähne, pack mir meine Schiene rein. Ich habe ja diese Schienen, die meine Zähne gerade machen. Und das war's. Das ist alles, was ich im Bad mache. Und dann kommt mein kleiner Hidu-Bui. Guck mal, wie der sich freut. Ich muss immer morgens erstmal so eine Kuscheleinheit machen. Das ist einfach mein Googie-Bui. Ich liebe ihn. Guck mal bitte. Ui. Er ist so süß. Und ganz ehrlich, Leute, so beginnt mein Morgen eigentlich jeden Tag. Also mit Hida kuscheln ist so das Schönste am Morgen. Weil look at that smile. Ui. So, für gewöhnlich bleibt Hida im Flur und ich ziehe mich erstmal in meinem Zimmer an. Ich finde es ganz wichtig, erstmal angezogen zu sein. Sehr oft habe ich einfach auch eine Jogginghose an. Aber wenn du angezogen bist, bist du einfach super produktiv. Bitte nicht wundern, mein Zimmer ist dreckig, mein Kleiderschrank ist dreckig. Ich muss auch gleich noch mein Bett machen, was super wichtig ist. Aber das Erste, was ich wirklich immer mache, ist mich anziehen. Damit ist man einfach ein bisschen produktiver, man ist schon ready und man fühlt sich auch irgendwie mehr. Wisst ihr, was ich meine? Man ist da nicht so Lazy Town. Kennt ihr noch Lazy Town? Ganz wichtig, Bett machen. Das sage ich, glaube ich, in jeder Morgenroutine. Aber das ist die erste Aufgabe am Morgen, die du meistern kannst, damit der Tag einfach produktiv startet. Mein Zimmer ist super klein und mein Bett riesig. Und wenn das unordentlich ist, sieht mein Zimmer automatisch unordentlich aus. Und wenn es sauber ist, sieht es automatisch sauber aus. So. Wow, es gibt einen Grund, warum ich nie von dieser Seite aus filme. Ich glaube, das ist ja der lustigste Fun Fact eigentlich. Ich liebe es frühmorgens den ganzen Dreck zu entfernen in meinem Zimmer, aber auch unten werdet ihr es sehen. Es ist einfach eine Angewohnheit von mir. Es ist zwar nicht schlecht, aber es ist auch nicht immer sehr produktiv. Und ich brauche Socken, dude, it's cold. Ja, es sind Tinkerbell-Socken, lila. I don't care, I love them. Ich habe sehr viele PR-Pakete, die ich immer am Anfang erstmal ordne und auseinanderpacke. Und später mache ich dann auch die Stories, das zeige ich euch. Jetzt mache ich mich erstmal kurz ready. Meine Gesichtspflege darf nicht fehlen. Augencreme. Gesichtscreme gehört alles dazu. Ihr könnt ja mal meine aktuelle Gesichtsreinigung-Routine sehen. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann mache ich meine Haare. Bei meinen Haaren ist es immer ganz wichtig, richtig gut durchzubürsten, weil ich kriege Kopfschmerzen dadurch. Ich brauche immer so einen richtig sleek Hair-Look, damit meine Haare nicht rumfliegen und das tut meinen Haaren auch echt sehr gut. Besser, als wenn ich sie einfach offen lasse und einfach aussehe wie so eine Hexe. Lippenpflege darf auch nicht fehlen und meine Brille putze ich dann, denn Linsen kommen später rein. Erstmal kommt die Brille rauf. Ich lasse mein Handy tagsüber eigentlich eher laden und gehe dann rüber zu meinem Schreibtisch, gehe meine To-Do-Liste durch, was ich erledigen muss und dann startet eigentlich auch mein Tag so richtig. Ich gehe dann weiter nach unten in die Küche und hier folgt mir natürlich mein Gugu-Bui. Sorry Leute, ich finde den einfach so cute. Ui, ich bin so glücklich, dass ich die ganzen Szenen aufgenommen habe. Auf jeden Fall gehen wir dann zusammen nach unten. Hida und ich sind meist die Ersten, die wach sind. Und dann gibt es auch immer wieder eine Kuscheleinheit natürlich. Hallo. Guten Morgen. Ich lasse morgens hier einfach so ein bisschen in den Garten, damit auch ein bisschen frische Luft reinkommt, lasse ich die Verandatür auch offen für ein bisschen Frische. In der Zwischenzeit räume ich ein bisschen das Wohnzimmer auf. Einfach ein bisschen den Haushalt so am frühen Morgen. Ich finde es einfach cool, wenn meine Eltern nach unten kommen, dass das einfach sauber ist. Hida ist versorgt mit seinem Wasser, die Küche ist sauber, das Geschirr vom Abend ist dann weg. Ich finde es einfach ganz wichtig, wenn ich früh wach bin, dass man da schon ein bisschen so den Haushalt macht, damit einfach alle, die dann runterkommen, einfach alles schön clean haben. Und dann ist schon mal das Erste praktisch gemacht. Für mich wird dann die Zeit kommen des Frühstücks. Ich esse jeden Tag was anderes. Sehr, sehr gerne esse ich einfach Haferflocken oder halt Vetabix, mache mir Müsli oder einfach Zini-Minis, manchmal Eier oder Toast.
wie ich Bock habe. Heute habe ich mich für Vitamix entschieden. Das ist super gesund, Leute. Es ist einfach super nährreich. Ich packe da noch Chiasamen rein. Datteln tue ich sehr gerne rein, aber nur zwei. Ich bin so ein bisschen dattelsüchtig. Ich liebe es. Und dann packe ich noch Mandeln rein, fettarme Milch. Und wenn du noch Lust hast, kannst du da noch Trauben, Obst, irgendwas reinmachen, damit es noch mehr Süße bekommt. Und nach dem Frühstück ist Playtime. Ich gehe immer super gerne mit Tina in den Garten, spiele ein bisschen mit ihm, damit er einfach ein bisschen active und ausgepowert ist. Später geht dann mein Bruder mit ihm Gassi, deshalb kann ich ihn so ein bisschen am Morgen schon mal auspowern. Und das ist so mein Playtime. Und hier hat er eine Taube gesehen. Zurück ins Haus mache ich dann Hida kurz sauber, denn die Wiese ist ein bisschen nass gewesen, seine Pfoten dadurch ein bisschen dreckig. Und bevor der die ganze Bude da voll dreckig macht, mache ich ihn sauber und guck mal bitte diesen süßen Trick. Ich habe vor, ein Video hochzuladen, wo ich die ganzen Hundetricks euch zeige, denn das ist super interessant und cute. Jetzt geht's für mich auch zurück wieder in mein Zimmer und ich mache mich ready für den Tag. Ganz leichtes, easy Make-up geht für mich direkt in den Concealer rein. Concealer ist für mich so das Wichtigste, Foundation brauche ich täglich nicht. Dann setze ich das Ganze easy mit Puder, jetzt nichts Dramatisches, kein Baking oder sonst was. Bronzer tut auch immer sehr, sehr gut, trage ich einfach überall auf und meine Augenbrauen. Ich finde, Augenbrauen macht einfach so, so viel aus, genauso wie Lidschatten und Mascara. Mehr brauchst du nicht, mach nie einen Eyeliner so für den Tag. Highlighter packe ich mir auch noch so ein bisschen drauf und das war's. Lippenstift lasse ich oft weg, weil ich einfach keinen Bock auf sowas habe. Dann, ganz wichtig, mache ich meine ganzen PR-Samples oder Stories für Instagram. Nicht immer zeige ich euch direkt morgens die PR-Samples, aber auch generell Stories, die ich aufnehme, mache ich meistens morgens. Ich genieße jetzt meinen Kaffee und werde jetzt anfangen zu arbeiten. Ich muss mein Video hochladen, ich muss da noch ein paar Sachen machen. E-Mails sind immer ganz, ganz dicker Block und ja, dann lerne ich und dann beginnt eigentlich auch mein Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier meine zwei letzten Videos. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Cheers.